Heiko Vogler bei mir und ist auch ein bisschen durchgeschwitzt, denn er war auf dem Eis selber. Ja, wie war das Gefühl heute? Ja, wie jeden Tag eigentlich. Ja, ich bin froh, dass es jetzt wieder beginnt. Die Jungs sind heiß, ich bin heiß, der Countdown läuft und ja, ich freue mich, dass es endlich bald losgeht. War es denn schön, jetzt auch mal wieder selber so ein bisschen zu spielen, weil du warst ja jetzt auch in Augsburg auf dem Eis, aber da eher als Coach. Ja, absolut. Ich meine, das ist für mich hier eigentlich Wellness. Ich kann abschalten von dem ganzen Alltag. Es ist viel Arbeit, ja, beim ERC. Eigentlich ist es ein 24-Stunden-Job, 7 Tage die Woche. Und hier habe ich mal für mich 1,5 Stunden, wo ich wirklich an nichts denken muss und einfach nur Spaß habe. Jetzt seid ihr heute gegen eine Hobbytruppe angetreten, habt auch so ein bisschen durchgemischt. Ja? Welche Spieler waren dabei und auf was achtet man da als Trainer? Oder hast du das heute einfach so rein sportlich gesehen und gesagt, die Jungs, die will ich jetzt einfach besiegen? Ja, da muss man erstmal Danke sagen an die Pink Flamingos, an den Günter Haberjeder, dass der uns überhaupt hier mit trainieren lässt. Wer war da? Der Foster war da, der Cacciola war da, Noack war da, Bozenhardt, Wayne Lucas, Stanley war auch noch da. Ja, auf was achte ich? Ich meine, klar, schaue ich, wenn ich mal auf der Bank sitze, wie sie sich so bewegen. Man sieht einfach, dass die hart trainiert haben im Sommer. Bisher kann ich jetzt nicht sagen, dass einer unfit ist. Auch wenn sie sich ausziehen und in der Dusche stehen, haben sie alle ein Sixpack. Ja. Nee, Spaß beiseite. Klar, schaue ich, aber letzten Endes geht es hier einfach ein bisschen Gefühl, Kontakt wieder zum Eis zu bekommen. Und dass wir dann, wenn wir dann starten am 28. offiziell, dass dann jeder sein Material eingespielt hat und auch da keine Probleme hat, was die Ausrüstung betrifft. Wie sehr bitzelt es dich jetzt, dass es endlich losgeht? Ja, wie sehr bitzelt es mich? Ich bin heiß, der ganze Sommer schon über. Ja, die Zeit rennt ganz schnell. Ich meine, 2 Wochen sind auch schnell vorbei. Ja? Dann haben wir schon die ersten Tests, dann kommen die Spieler. Ich freue mich sehr, dass es losgeht und ich hoffe, dass die Zuschauer genauso heiß sind wie ich, wie die Spieler und die Verantwortlichen beim ERC. Ich sage es immer wieder, wir brauchen jeden Einzelnen hier in Sonthofen und wenn wir das haben, dann denke ich, können wir wieder zielorientiert in eine tolle Saison blicken. Jetzt gibt es eine ganz tolle Aktion, man kam aufs Warm-Up-Trikot mit seinem eigenen Namen drauf. Kostet nur 30 Euro. Wie läuft das Ganze? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich habe das mal selber gehabt beim Verein, wo ich gespielt habe. Habe gedacht, vielleicht können wir auch hier eine neue Idee bringen. Wie läuft das ab? Ich meine, jeder, wo sich mal auf dem Trikot beim ERC verewigen möchte, der hat jetzt die Chance, das zu tun. Ich denke, das gab es noch nie. Eine große Werbung kostet viel Geld. Jetzt haben wir halt gesagt, okay, alles klar, wir haben die Zuschauer, die haben auch die Chance, mal auf das Warm-Up-Jersey zu kommen. Ich denke, das ist eine gute Sache für jedermann und am Ende von der Saison kann man ja auch das Warm-Up-Jersey ersteigern. Und ja, wir brauchen jeden einzelnen Cent, so ist es leider. Also, und wie das genau funktioniert, das geht natürlich über die Webseite erczsonthofen.de. Da kann man nachschauen, wie das Ganze mit dem Warm-Up-Trikot funktioniert.